Sat.1-Programmgeschäftsführer Fred Kogel hat heute in Düsseldorf das neue Programm von Sat.1 vorgestellt. In den kommenden 12 Monaten werden Hollywood-Blockbuster wie Men in Black und Eigenproduktionen, zum Beispiel Der Tunnel, die Zuschauer begeistern. Außerdem feierte der neue Slogan des Senders seine Premiere. Sat.1. Ja. Genauso erfreulich wie das neue Programm, Sat.1 erzielte schon im ersten Halbjahr einen Gewinn von 34 Millionen Mark. Die Fusion von Sat.1 und der ProSieben-Gruppe zum größten deutschen TV-Konzern ist perfekt. Auf der Hauptversammlung in München haben heute die ProSieben-Aktionäre dem Zusammenschluss zugestimmt. Die ProSieben Sat.1 Media AG, so der neue Name, wird auf einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Mark kommen und über 4 Fernsehsender verfügen. Vorstandschef Urs Rohner bezeichnete die Fusion als Liebesheirat, zu der es im hart umkämpften Fernsehmarkt keine Alternative gebe. Das heißt, wir werden jetzt unseren Zuschauern etwas anbieten können, was sonst niemand kann. Wir werden also über 4 Sender ein abgestimmtes Programmangebot haben, in dem jeder Zuschauer das findet, was er in dem Moment eben gerne hätte, sei es Show, sei es ein Film, sei es Sport. Und das ist nun, glaube ich, etwas, was für den Zuschauer natürlich zu einer größeren Vielfalt führt, weil eben vermieden werden kann, dass gleichzeitig zum selben Zeitpunkt 2 ähnliche oder gleiche Genres auf dem Bildschirm von 2 Sendern laufen.